Bevor das Video losgeht, denk doch bitte daran, auf den Like-Button zu drücken und einen Kommentar dazulassen. Und wenn du neu dabei bist, abonnieren und Glocke rein, dann verpasst du auch keine neuen Videos. Viel Spaß! Du wärst überrascht, was die Menschen heutzutage alles so hinterlassen. Und du wärst noch überraschter, wie viel man aus dem Nachlass der Menschen machen kann. Ich verdiene etwas zusätzliches Geld, indem ich verlassene Lagereinheiten kaufe und den Inhalt weiterverkaufe. Meistens findet man Müll wie alte Klamotten und kaputte Möbel, aber hin und wieder findet man auch Schätze. Erst neulich habe ich eine Kiste voller alter Pokémon-Karten gefunden und du wirst nicht glauben, wie viel einige dafür zahlen. Während dieser ganzen Covid-Scheiße wurden viele Lagereinheiten einfach aufgegeben und vor kurzem bin ich etwa eine Stunde in eine andere Stadt gefahren, um mir ein paar Einheiten anzusehen. Ich bin mit dem Besitzer dieses wirklich alten Grundstücks recht gut befreundet, da dieser kleine, rundliche Bursche namens Mark das Familienunternehmen übernommen hatte und mir manchmal Bescheid gab, wenn Einheiten verfügbar wären. Somit sprang ich eines Samstags früh in meinen Truck und machte mich auf den Weg. Ich traf Mark in der Nähe des Eingangs und folgte ihm zu einer kleinen Gruppe von Leuten, die vor einer der Einheiten standen. Nun, ich bin sicher, du hast schon einige Sendungen im Fernsehen über solche Versteigerungen gesehen und, um ehrlich zu sein, es ist ziemlich genau so, wie es dargestellt wird. Ungefähr 5 andere Leute standen auch vor dem Garagentor aus Stahl. Aufgrund der frühen Morgenstunde frierten wir uns fast den Arsch ab, während wir versuchten, schnelles Geld zu machen. Mark öffnete das Schloss und rollte die Tür auf, um den Inhalt zu enthüllen. Es war nur erlaubt, von draußen einen Blick hineinzuwerfen und anfassen erst, wenn es verkauft wurde. Dieses Lager beinhaltete jedenfalls einige Pappkartons, ein paar anständig aussehende Holzstühle und einige Plastiktüten, die völlig vollgestopft waren. Alle warfen schnell einen Blick hinein und überlegten, ob sie tatsächlich auf diese Sachen bieten wollten oder nicht. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass dies wahrscheinlich ein Blindgänger sein würde, also habe ich verzichtet. Die nächste Einheit hatte ein paar gut aussehende Golfschläger in der Ecke stehen, die man zu einem guten Preis hätte verkaufen können, aber das war nicht das, wonach ich gesucht hatte. Nach ein paar weiteren Lagerräumen dachte ich, ich hätte meinen Morgen verschwendet, zumindest bis wir zur allerletzten Einheit kamen. Als Mark das Rolltor öffnete, brach eine Explosion aus Staub und abgestandener Luft heraus. Wir schauten alle hinein und es gab ein paar Dinge, die mir ins Auge fielen, wie ein paar alte Puppen, ein alter Holztisch mit Stühlen und ein riesiger Schrank. Bingo, das war es, was ich gesucht hatte. So ein massives Ding enthielt wahrscheinlich alle möglichen Sachen. Ich erspare dir die Details, wie die Auktion mit dem Hin und Her der Angebote lief. Ich kann dir aber versichern, dass ich das Lager und alles darin für $400 bekommen hatte. Ich war mir sicher, dass ich mein Geld zurückverdienen könnte und noch einiges mehr. Es war gegen Mittag, als ich die Gruppe verließ, um mir die Sachen anzusehen, die ich gekauft hatte. Ich öffnete die Tür und fing an, die kleinen Dinge zu sichten, bevor ich mich den größeren zuwandte. Es gab ein paar Dinge wie Teller und Besteck, die sich gut verkaufen ließen, eine Tasche voller alter Businessanzüge und einige kaputte Geräte. Bisher war es kein großer Verlust, aber meine Augen waren stetig auf den Schrank gerichtet. Es war ein wunderschönes Stück, über 1,80 Meter groß. Die Holzmaserung war dunkelbraun, fast so, als würde man in einen Wald blicken, wenn die Sonne gerade untergeht. Außerdem sah er aus, als wäre er aus unterschiedlichen Holzarten gemacht. Was ein gutes Zeichen war, denn es bedeutete, dass es sich definitiv um eine Antiquität handelte. Es gab auch kein Herstellerlogo auszumachen, also wurde er wahrscheinlich in Handarbeit gefertigt, mit sehr kleinen asymmetrischen Punkten. Ich legte meine Hände auf die Griffe der Tür und zog. Mein Herz raste vor Vorfreude. Das Holz ächzte leicht, als ich die Schranktüren öffnete. Es klang wie jemand, der aus einem tiefen Schlaf erwachte. Ich schaute hinein und fand einen Kleiderständer mit einem langen, durchsichtigen, weißen Kleid darin. Ich hob es vorsichtig heraus und untersuchte den Zustand, in dem es sich befand. Es war ein reizendes Kleid, das vor einer atemberaubenden Frau gehört hatte. Ich hing es wieder zurück und begann, die Schubladen zu durchwühlen. Die oberste Schublade war leer und meine Brust zog sich zusammen, als ich an das Geld dachte, das ich wahrscheinlich bei diesem Kauf verloren hatte. Das Öffnen der nächsten Schublade fühlte sich an, als würde ich den Deckel einer Krypta öffnen und ich musste etwas mehr Kraft aufwenden, um sie aus ihrer Halterung zu lösen. In der Schublade befand sich eine verzierte Schmuckschatulle aus Holz.
Oh, es war ein wunderschöner Anblick. Sie war ein bisschen größer als ein Schuhkarton mit einer kunstvoll geschnitzten Blumenwiese darauf, und an den Seiten der Schmuckschatulle befanden sich weitere Schnitzereien von kleinen Hasen, die auf einer Blumenwiese spielten. Ich weiß, es klingt ein bisschen albern, aber die Handwerkskunst war wirklich erstaunlich. Die Details in den Tieren ließen sie fast lebensecht erscheinen. Vorsichtig hob ich die Schatulle aus der Schublade und stellte sie auf eine Plane, die ich zuvor ausgelegt hatte. Sie war zum Glück unverschlossen, also öffnete ich langsam den Deckel und fand darin einen Diamantring, der an einem glänzenden goldenen Band befestigt war. Du kennst das, wenn in Zeichentrickfilmen eine Figur einen Schatz öffnet und sie in ein engelhaftes Licht gehüllt wird, oder? Genau so kam es mir vor. Ich sprang auf und stieß ein lautes Ja aus. Dieser Ring könnte leicht für Tausende verkauft werden. Nachdem ich mir ein paar Minuten lang auf die Schulter geklopft hatte, wurde mir klar, dass das nur die Spitze des Eisbergs war. Denn in der Schmuckschatulle steckte weitaus mehr. Ich beruhigte mich und begann, die restlichen Fächer und Paneele zu öffnen. Ich gebe zu, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich nichts finden konnte. Ich war ein bisschen gierig geworden, weshalb ich die Schachtel erneut anhob, um sie näher zu untersuchen. Da bemerkte ich, dass der obere Teil, in dem der Schmuck aufbewahrt wurde, etwas angehoben war. Ich legte meine Fingernägel an die Kanten der Innenseite der Schachtel und konnte den Teil anheben, auf dem der Schmuck eigentlich lag. Darin befand sich jedenfalls ein Geheimfach mit einer einzigen Kassette darin. Ein bisschen musste ich lachen, als ich die Kassette aus der Schachtel nahm. Ich sehe ständig Antiquitäten, aber wenn ich Audiokassetten sehe, bin ich jedes Mal irgendwie überrascht. Sie sind einfach so veraltet, aber zumindest konnte die alte Schmuckschatulle und der Schrank noch verwendet werden. In meinen Augenwinkeln schimmerte Metall. Unter der Kassette lag ein blass-silberner Ehering. Mein Glückstag. Ich legte ihn zur Seite und ging weiter in den Rest des Lagers durch. Es war überhaupt keine schlechte Beute mit den Ringen, den Vintage-Business-Anzügen, dem weißen Kleid und den Möbeln. Ich würde definitiv im Plus sein, nachdem ich all dieses Zeug verkauft hatte. Mit dem Versprechen, später ein paar Bier zu bekommen, konnte ich Mark dazu bringen, rüberzukommen und mir zu helfen, die wichtigen Sachen in Kisten zu packen und auf die Ladefläche meines Trucks zu werfen. Leider war jedoch der Schrank viel zu groß für meinen Truck, also würde ich zurückkommen müssen. Ich hatte mich an diesem Tag einige Stunden mit der Lagereinheit beschäftigt und es war bereits später Nachmittag. Bevor ich mich also auf den Weg machte, fragte ich Mark, ob er zufällig irgendwo einen Kassettenrekorder herumliegen hätte, denn ich hatte die Idee, mir die Kassette auf dem Heimweg anzuhören. Er grinste und tatsächlich hatte er ein paar verstaut, nur für den Fall. Ich wünschte, ich hätte dankbarer sein können, aber er hat mir $15 für einen berechnet. Gebühr für deine Bequemlichkeit, sagte er mit einem frechen Lächeln. Blöder Bastard. Ich sprang in meinem Truck und machte mich auf den Weg nach Hause. Während der Fahrt dachte ich über meine Kontakte nach, die mir dabei helfen konnten, dieses Zeug zu verkaufen. Als ich jedenfalls an einer Ampel stand, legte ich die Kassette in den Rekorder, vergewisserte mich, dass sie zurückgespult war und drückte auf Play. Das Band begann zu surren und klickte, als es abspielte. Ich konnte jedoch nichts weiter hören. Vielleicht war es nur ein leeres Band. Irgendwann schaltete mein Gehirn auf Autopilot und mein Körper fing an, sich selbst nach Hause zu fahren, während mein Geist sich komplett zu leeren begann. Aber das war der Moment, als ich anfing, etwas zu hören. Es war ein leises Flüstern direkt hinter meinem Schädel. Die Stimme war so leise, dass sie vom Motorengeräusch meines Trucks fast übertönt wurde. Runter. Ich behielt die Straße im Auge und spürte, wie meine Hände ganz leicht nach rechts zogen. Mein Truck wurde durchgeschüttelt, als er von der Straße abkam und auf Gras und Dreck landete. Ich stieß ein überraschtes Keuchen aus, als ich das Lenkrad schnell wieder in Richtung der Straße richtete. Meine Schultern versteiften sich und eine Schweißperle lief mir über die Stirn. Was zur Hölle war das gewesen? Ich bremste ab und hielt sicher am Straßenrand. Dann öffnete ich die Autotür und... Wann war es eigentlich so dunkel geworden? Ich schaute auf mein Handy, nur um festzustellen, dass aus meiner einstündigen Heimfahrt 3 geworden waren. Wo zum Teufel war ich? Ich brauchte einen Moment, um mich zu sammeln und sicherzustellen, dass auf der Ladefläche meines Trucks alles in Ordnung war. Dann setzte ich mich wieder auf den Fahrersitz und rief das GPS auf meinem Handy auf. Es schien, als wäre ich nicht nur nicht nach Hause gefahren, sondern in die entgegengesetzte Richtung umgedreht. Verwirrt und genervt drückte ich meine Finger gegen meinen Nasenrücken und rieb meine Schläfen. Ich dachte, dass ich nur etwas müde war. Ja, nur müde von einem langen Tag. Mit einer Drehung des Schlüssels im Zündschloss erwachte mein Truck zum Leben. Dann gab ich die Wegbeschreibung in mein Handy ein und setzte meinen Versuch fort, nach Hause zurückzukehren.
Langsam fühlte ich jedoch, wie sich mein Magen meldete, da ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Somit wollte ich mich beeilen und schnell nach Hause kommen. Da die Straßen völlig leer waren, trat ich ein bisschen aufs Gas und beschleunigte in einem verzweifelten Versuch, die Fahrt zu verkürzen. Ich starrte nach vorne und als ich dieses etwas wieder hörte, hielt ich den Atem an, damit ich mich auf das Geräusch konzentrieren konnte. Es war, als wäre mir ein eisiger Dolch über den Rücken gefahren, als ich diese Worte hörte. Es klang wie die Stimme einer jungen Frau, aber mit so viel Schmerz, so viel Traurigkeit in ihrem Ton. Ich versuchte, meinen Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Ich wollte langsamer werden und vorsichtiger sein, nachdem ich das gehört hatte. Ich meine, vielleicht waren es auch nur ein paar aufdringliche Gedanken, die mir in den Kopf schossen. Mein Gehirn versuchte mir jedenfalls zu sagen, dass ich weniger Gas geben sollte. Aber ich konnte nicht. Mein Fuß begann, das Pedal tiefer nach unten zu treten. 65, 72, 78. Die Zahl auf meinem Tacho stieg immer höher und ich konnte meinen verdammten Fuß nicht vom Gas nehmen. 83, 88, 94. Der Motor meines Trucks drehte auf. Das Geräusch dröhnte in meinen Ohren. Die Kisten auf der Ladefläche des Trucks begannen sich zu verschieben und zu bewegen. Ich blickte in meinen Rückspiegel und sah einen der Kartons, dessen Deckel sich nach oben zu bewegen begann. Alle Kisten waren fest verklebt, aber etwas darin drängte sich heraus. In diesem Moment flog der Deckel der Kiste auf und alles, was ich tun konnte, war mit einem auf den Boden gefallenen Unterkiefer dahin zu starren, als ich etwas an der Kante des Kartons festhielt, um sich herauszuziehen. 98, 102, 107. Die Gestalt wurde von den schwachen Strahlen des Mondlichts beleuchtet. Ich sah dünne Finger, weiß und entlang am Rand der Kiste. Als nächstes kam der Kopf, schwarzes, zerzaustes Haar, das endlos herabzuhängen schien. Als nächstes war der Hals zu sehen. Tiefe und violette Rillen waren in der hellgrauen Haut eingekerbt, fast so, als hätte sich eine Schlange darum geschlungen. Dann kam der Oberkörper und enthüllte ein wunderschönes, durchsichtiges weißes Kleid, das eng an ihrer Figur anlag, um jede Linie und Kurve zu zeigen, die sie hatte. Es war das gleiche Kleid, das ich gefunden und in diese Schachtel gepackt hatte. Die Frau stand auf und mein Truck fuhr immer schneller, aber sie stand unfassbar still neben ihrem Haar, das nun hinter ihr zu Boden floss. Als ich ihr Gesicht sah, verlor ich jedoch meine Beherrschung. Ich wollte gleichzeitig weinen, schreien und mich übergeben. Ihr Gesicht war dunkelviolett und geschwollen und ihre Haut hatte Risse. Risse! Ihre Augen waren komplett rot, wobei eines ihrer Augen an einem fleischigen Faden aus seiner Augenhöhle hing, während das andere stark pochte. Dunkelbraune Galle lief ihr die Mundwinkel hinab und auf das weiße Kleid. Stirb! Diese Worte kamen ganz klar heraus. Ich blickte zurück auf die Straße und spürte, wie ich langsam die Kontrolle über den Truck verlor. Verzweifelt versuchte ich weiter, meinen verdammten Fuß vom Gas zu heben, aber es war, als ob dem Pedal Krallen gewachsen wären und sie sich in meinen Fuß graben würden. Ich konnte nichts tun. Ich konnte nur meine verdammten Räder gerade auf der Straße halten. Als ich jedoch wieder in den Rückspiegel schaute, war die Frau weg. Ich war fest davon überzeugt, dass ich verrückt wurde. Dann wechselten diese Gedanken zu der Vorstellung, dass ich sterben würde, als ich etwas über mir dröhnen hörte. Ich bereitete mich darauf vor, wieder diese Finger am Rande meiner Windschutzscheibe zu sehen, da ich sie kurz darauf über mir schreien hören konnte. Ihr auf den Kopf gestelltes Gesicht tauchte kurzerhand auf und starrte mich an. Ihr Mund war weit geöffnet und diese Worte krächzten aus ihrer zerquetschten Kehle. Stirb, stirb, stirb. Die dunkelbraune Flüssigkeit ergoss sich aus ihrem Mund und auf die Scheibe, wobei es mir die Sicht auf die Straße verdeckte. Spinnwebenartige Risse begannen sich vor mir zu bilden, während dieses Ding seinen Kopf an der Scheibe zerschmetterte, um zu mir zu gelangen. Endlich kam ein Geräusch aus meinem Mund, eine Mischung aus Angst und Ehrfurcht. Augenblicke später krachte ihr Kopf durch das Glas und sie presste ihren Mund auf das Lenkrad. Ich spürte, wie das Auto nach rechts gerissen wurde und fühlte keine Sekunde später den Aufprall. Ich wappnete mich für den Tod. Dann löste der Airbag aus und schlug mir ins Gesicht. Es ging alles so verdammt schnell. Benommen öffnete ich meine Augen und mein ganzer Körper schmerzte. Ich hustete und mein Kopf fühlte sich an, als würde er gleich platzen. Da bemerkte ich, dass mein Truck komplett umgekippt war und ich mich kopfüber befand. Das Blut, das mir zu Kopf schoss, verursachte mir Übelkeit. Ich kam vollends zurück in die Realität, als meine Augen anfingen, hektisch herumzuhuschen. Wo war diese Frau hin verschwunden?
Die Nacht draußen war totenstill. Ich versuchte mich zu befreien, aber ich war zu schwach. Ein Klickgeräusch hallte durch die Luft neben mir und ich sah zum Kassettenrekorder hinüber. Ich weiß nicht warum, aber als ich auf die Kassette sah, die in der durchsichtigen Kunststoffplatte rollte, fühlte ich eine Traurigkeit und Angst, als wäre dies das Ende der Welt gewesen. Eine Männerstimme kam aus dem Player. Sie war sanft und tief. Sie war fast beruhigend. Hey, Bunny. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Die Arbeit hat mich in letzter Zeit wirklich belastet. Aber ich verspreche dir, ich werde es wieder gut machen. Lass es mich einfach wissen und ich besorge dir, was du willst, okay? Es tut mir leid, wie ich mich neulich Abend verhalten habe. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Es ist nur, du nervst mich jeden verdammten Tag mit diesen. Wohin gehst du und mit wem warst du unterwegs? Schau. Lassen wir es einfach gut sein, okay? Ich werde morgen Abend zu Hause sein. Ich liebe dich, Bunny. Und als der Rekorder verstummte, ging anscheinend auch für mich das Licht aus. Der Rest der Ereignisse ist für mich völlig durcheinander. Fragmente von Erinnerung, wie jemand am Telefon sprach, wie ein Krankenwagen kam, wie mein Körper auf einem steifen Bett lag, bis ich im Krankenhaus eingewickelt wie eine Mumie ankam. Die ersten Dinge, die aus meinem Mund kamen, waren Essen und wo sind meine Sachen? Die Dinge, die ich gekauft hatte, waren noch intakt und wurden sicher verwahrt. Einige Zeit ist seither vergangen und ich kann diese Frau immer noch sehen. Wohin ich auch gehe, sehe ich sie, wie sie um Ecken schleicht, wie sie hinter mir in meinem Spiegelbild oder am Fußende meines Bettes auftaucht. Ich habe niemandem erzählt, was in dieser Nacht passiert war, bis es von meinem Therapeuten zur Sprache gebracht wurde. Ja, ich war immer noch fest davon überzeugt, dass ich eine Art Zusammenbruch hatte, bis er mich schließlich davon überzeugte, darüber zu sprechen. Es war einfach so lebendig. Die Frau, ihr Gesicht, ihre vernarbte Kehle. Schließlich zog ich den Kassettenspieler heraus und spielte das Band noch einmal ab, um die Stimme dieses Mannes zu hören. Also, ich habe ein bisschen gegraben. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber ich hatte endlich eine Spur. Überraschenderweise ist Bunny kein so ungewöhnlicher Name, wie du vielleicht denkst, also war das eine Pleite. Dann erinnerte ich mich an Mark, ein paar Biere später, und er hatte mich in seine Akten schauen lassen, um herauszufinden, wem die Einheit zuletzt gehörte. So kam eins zum anderen und ich fand einen Namen. Martha Bailey. Dieser Name führte schließlich zu einer Adresse. Als ich meine Informationen hatte, sammelte ich die Ringe, das Kleid, die Kassette und die Schmuckschatulle ein und machte mich so schnell wie möglich auf den Weg. Ich folgte dem GPS zu meinem Ziel, als Angst meinen Körper überflutete und ich fast weinen musste. Obwohl es hell war, bemerkte ich, dass ich an der Stelle vorbeifuhr, an der ich den Unfall hatte. Wurde ich an diesem Abend etwa zu dieser Adresse geführt? Ungefähr eine Stunde war vergangen und ich parkte vor einem alten Haus, das wahrscheinlich in den 70ern gebaut wurde. Ich schnappte mir die Sachen und rannte hastig zur Haustür. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich dort sein musste oder so. Mit meinen Armen voller Scheiße klopfte ich an die Tür und sah dabei sicher aus wie ein Verrückter. Die Tür öffnete sich quietschend und durch den Spalt konnte ich im Inneren des Hauses eine ältere Frau sehen. Sie sah mich mit großen Augen an, aber ich konnte es ihr nicht verübeln. Sie fragte mich jedenfalls, was ich wollte, also erklärte ich ihr ein bisschen von dem, was passiert war. Ich sagte ihr, dass ich kürzlich eine Lagereinheit gekauft hatte und dort Dinge gewesen wären, von denen ich annahm, dass sie für Martha Bailey wertvoll sein könnten. Als sie sah, was ich hielt, begannen ihre Lippen zu zittern und eine Träne lief ihr übers Gesicht. Sie erzählte mir, dass der Lagerraum ihrer Mutter gehört habe und diese die Sachen eingelagert hatte, weil sie ihrer Schwester gehörten und sie es nicht übers Herz brachte, sich davon zu trennen. Ihre zerbrechliche Hand umklammerte ihre Brust, als sie dastand und mir erzählte, was mit ihrer Schwester, Barbara Bailey, alias Bunny, passiert war. Sie war mit einem Mann verheiratet gewesen, der sagte, dass er sie liebte und ihr alles geben würde, was sie verlangte. Äußerlich konnte man meinen, sie wären das perfekte Paar gewesen, aber das war weit von der Wahrheit entfernt. Anscheinend hatte der Mann ihr Vertrauen missbraucht und sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit betrogen. Letzten Endes konfrontierte sie ihn damit, aber er war größtenteils unbeeindruckt. Er hatte Geld, viel davon, und wenn er gehen würde, würde ihr nichts bleiben außer Verlegenheit und Herzschmerz. Also Barbara, Bunny, beschloss eines Nachts, das Ganze zu beenden.
Der Mann war auf dem Weg nach Hause, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, wie er es normalerweise tat, aber sie hatte genug davon. Sie wickelte ein Seil um ihren Hals und beendete es. Die alte Frau brach in Tränen aus und schlug mir die Tür vor der Nase zu. Ich konnte ihr Weinen hinter der Tür zwischen uns hören und wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Also ging ich zurück zum Lagerraum und ließ das Zeug dort, stellte es dorthin, wo es gewesen war, und knallte das Garagentor zu. Seither habe ich Bunny nicht mehr gesehen.